Hallo und herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute geht es um den Entwickler von Hochleistungsvakuumlösungen VAT. Und darüber spreche ich mit Vivian Spanberg von Vontobel. Frau Spanberg, VAT hat vor kurzem für das abgelaufene zweite Quartal Zahlen vorgelegt. Die Börse hat erst einmal negativ reagiert, sehr negativ reagiert. Wie fällt denn Ihr Fazit aus? Sind die Zahlen so schwach, wie es die Reaktion vermuten lässt? Eigentlich hat VAT ein relativ gutes Resultat doch abgeliefert. Zweites Quartal und erstes Halbjahr haben sie publiziert. Auftragseingang ist hier kräftig gestiegen, 15% gegenüber Vorquartal, 75% gegenüber Vorjahresquartal. Umsatz gestiegen auf 251 Millionen. Auch Margen haben sich erhöht, Gewinn hat sich auch erhöht. Und trotzdem haben sie hier merklich abgegeben. Aber ihre einzelnen Geschäftsbereiche sehen eigentlich auch relativ gut aus. Der größte Geschäftsbereich Halbleiter erhöhten sich auch vor allem die Auftragseingänge hier mit einem starken Wachstum von 140% gegenüber Vorjahresquartal und 23% gegenüber Vorquartal. Auch der Advanced Industrial hier ist weiterhin ein bisschen gemischte Dynamik zu sehen. Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahr minus 23%. Umsatz stieg 7% gegenüber Vorquartal, aber gegen Vorjahresquartal waren es minus 24%. Hier vor allem die erhoffte Nachfrage aus der Energiewende, vor allem bei Ventilen für Solaranwendung, ist hier noch etwas verhalten. Hier werden erstmal Überkapazitäten abgebaut. Im Segment Global Services haben sich hier die Marktbedingungen doch weiter verbessert. Hier haben sie 50 Millionen Nettoumsatz gemacht, 37% mehr. Und im Vergleich zum Vorjahresquartal waren es noch 10% mehr. Hier vor allem ist der Umsatz gekommen aus den Austauschtellern. Die sind hier stark gestiegen. Und das Segment Ventile hatte einen Nettoumsatz von 201 Millionen. Das sind 15% gegenüber Vorjahresquartal und 24% gegenüber Vorquartal. Mögliche Gewinnmitnahmen könnten ein Grund sein für hier die Kurseinbuße. Im Wesentlichen steht aber wahrscheinlich hier doch im Fokus, dass sie eher eine verhaltene Umsatzprognose hier ausgegeben haben für die nachfolgenden Quartale. Und so wie einige missverständliche Ausführungen vom Unternehmen selbst soll dazu geführt haben, dass der Kurs hier so eingebrochen ist. Sie haben den Auftragseingang schon angesprochen, eine Steigerung von fast 75% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Klingt schon mal sehr, sehr deutlich. Was steckt denn hinter diesem deutlichen Anstieg? Der VAT meldet 75% mehr als vorher und 14% mehr Umsatz als vorher. Haupttreiber hier vor allem natürlich Halbleiterindustrie. Hier war der Auftragseingang 141% mehr als vorher. Und das ist vor allem natürlich auf die steigende Nachfrage nach Ausrüstung von DRM-Speicher- und Logik-Chip-Herstellern zurückzuführen, die durch starke Nachfragetrends vor allem natürlich im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz hier angeheizt wird, während sich ein anderer Bereich, nämlich Autoindustrie und Konsumgüter, doch eher etwas schlechter und schwächer entwickelt, kann aber hier Halbleiter eigentlich eben mehr als kompensieren. Der Book-to-Bill-Wert liegt bei 1,1, was auf eine weitere Expansion und auch natürlich einen wachsenden Auftragsbestand hier hindeutet. Auch regional gesehen, vor allem die Nachfrage aus Asien, namentlich aus China, ist weiterhin sehr stark angekurbelt, hier vor allem durch die chinesischen Subventionen, mit denen das Bestreben beschleunigt werden möchte, vor allem die Abhängigkeit von ausländischen Halbleitern hier zu vermindern. Und generell hat sich auch der Lagerbestand etwas normalisiert, woraus die Vorratsbestände dann wieder auf Kundenseite auf Normalniveau zurückgegangen sind und hier auch wieder Nachfrage angekurbelt wird, weil sie wieder etwas bestellen. Und auch mit der Entwicklung des Bestelleingangs sind sie relativ zufrieden. Und auch auf Sicht von den nächsten Jahren wird hier wahrscheinlich noch etwas kommen. Und der CEO Urs Gartner sagt selber, dass er in jedem Quartal jetzt mehr Aufträge sieht, also dass jedes Quartal mehr Aufträge verzeichnen wird. Und die Prognose für diesen Zyklus soll 2027 dann einen Höhepunkt erreichen. Und das soll natürlich auch allen Segmenten hier zugutekommen. Sie haben den Ausblick auf die Zukunft schon mal ein bisschen angesprochen. VAT rechnet ja damit, dass die Belegung erst im kommenden Jahr richtig Fahrt aufnehmen wird. Was heißt das jetzt aber für die Entwicklung im aktuellen Jahr 2024?
Die neuesten Zahlen von VAT zeigen schon so ein bisschen die Richtung an, nämlich dass der neue Investitionszyklus vor allem im Halbleitersektor jetzt allmählich an Fahrt aufnimmt. Das Halbleitergeschäft dürfte vor allem von den höheren Investitionen in die Fertigungsanlage natürlich profitieren, gestützt von der durch künstliche Intelligenz angekurbelten Nachfrage und auch die laufenden Investitionen im chinesischen Fertigungskapazität. Umsatzerwartung für Advanced Industrial Geschäft bleibt weiterhin stabil. Global Service Geschäft profitiert von einer steigenden Kapazitätsauslastung hier und VAT erwartet auch weiterhin stabile Marktbedingungen. Fürs dritte Quartal prognostizieren sie immer noch einen Umsatz von 235 bis 255 Millionen Schweizer Franken, einschließlich des geringeren Ausstoßes aufgrund des Produktionsanlaufs hier in der Schweiz. Jetzt wird erwartet, dass sich vor allem die Investitionsbedingungen im Halbleitersegment im Laufe des Jahres 2024 hier noch weiter verbessern, insbesondere hier in der zweiten Jahreshälfte, von dem man hier die Aufwärtstrend sehen möchte in dem Fall. Und das natürlich in erster Linie durch die KI-Anwendung. Und die meisten Aktivitäten sollen hier aus dem Speicherbereich kommen. Die von VAT investierten in der ersten Jahreshälfte weiter in die technische Innovation und auch in die betriebliche Verbesserung. Und das soll dann zum Endspurt des Jahres hier nochmal führen. VAT hat sich ja das ehrgeizige Ziel ausgerufen, das Marktwachstum übertreffen zu wollen. Wie realistisch ist denn diese Zielvorgabe? Der VAT ist selber für den Aufschwung gerüstet, sagen Sie selber. Sie sind darauf vorbereitet, die Branche zu bedienen und haben über die Forschung und Entwicklungsabteilung auch hohe Investitionen in die Produktionskapazität und vor allem auch in die technische Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer Produkte hier getätigt. Zudem geht das Unternehmen auch davon aus, überproportional von diesen Branchentrends auch zu profitieren, also besser auch als ihre Konkurrenz. Die Weltwirtschaft selbst hat sich auch etwas widerstandsfähiger erwiesen als erwartet und die Aktivitäten rund um den Globus nahmen auch im zweiten Quartal 2024 auch immerhin weiter an Fahrt auf, auch solide Konjunktur in Schwellen- und Entwicklungsländern hier gesehen. Marktforschungsunternehmen schätzen die Halbleiterausgaben im Jahre 2024 hier 100 bis 110 Milliarden im Bereich WFE und die Zahlen dürften bis 2025 nochmal steigen auf 110 bis 120 Milliarden. Und VAT hat hier vor allem schon in neue Werke investiert. Das Werk 1B der VAT in Malaysia wird Ende 2024 eröffnet und das Innovationszentrum in Den Haag eröffnet Anfang 2025 jetzt seine Tore. Also hier haben Sie schon Produktions- und Innovationsstätten in Planung, da wo Sie da natürlich vor allem davon ihre weitere Kapazität auslasten möchten und vor allem natürlich auch die Nachfrage, die dann kommen wird, hier auch bedienen können. Jetzt haben wir viel über das Unternehmen gesprochen. Wir wollen auch noch mal die Aktie ein bisschen näher anschauen. Die hat es ja 2024 zunächst sehr gut entwickelt. Nach den Zahlen kam dann der Einbruch, wie schon angesprochen. Wie sieht denn der Markt die weiteren Perspektiven? Nach den Zahlen kamen, wie schon gesagt, die Gewinnmitnahmen, aber auch die Ausblicke, die jetzt nicht so toll waren, wie von einigen Anlegern wahrscheinlich erwartet und kamen dann erstmal zum Einbruch der Aktie. Aktuell notiert sie bei etwa knappen 410 Schweizer Franken. Das 12-Monats-Durchschnitt-Kursziel laut Bloomberg liegt bei 491 Schweizer Franken, was dann noch knappen 20% Aufwärtspotenzial hier auf den nächsten 12 Monaten entspricht. Und die Aktie selber wird mit 37% bei 63% Hold gerated und kein Sell-Rating auf VAT. Also die Analysten sind überwiegend optimistisch. Vivian Spanberg, vielen Dank. Danke. Ja, das war die aktuelle Ausgabe vom Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf VAT. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.